Es geht weiter mit Lies of P. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns jetzt immer noch in der Archabtei. Auf dem riesigen Turm. Wir arbeiten uns immer weiter bis nach oben. Und ich glaube, es wird jetzt immer kniffliger werden. Und wir sind, ja, wegen eines Schmetterlings verreckt in der letzten Folge. Da hinten liege ich. Und ich weiß nicht, ob die Brücke stabil ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob die Brücke stabil ist. Vorsicht, 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 Vorsicht. Vollmondstein, okay. Finde ich gut. Die Brücke hielt. Finde ich erleichtert. Das war ein fetter Brummer. Erstmal schnell hier kurz. Abkürzung. Oh, bin ich gleich wieder ein bisschen entspannter. So, ihr habt mich wieder in meinen Glückshoodie geworfen. Hoodie. Und ich glaube, wir können langsam mal wieder wechseln auf Leben vielleicht. Ich weiß es nicht. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ganzen kleinen Figürchen, ne? Die erinnern mich echt so an Prinzessin Mononoke, diese kleinen Waldgeister. So ein bisschen. Die hier haben natürlich normal große Augen, die anderen hatten so ein bisschen unterschiedlich große, aber gut, was soll's. Oh. Na, guck mal einer an. Ochsenkater, oder was ist hier jetzt los? Weißt du was? Machen wir das so. Meine Revanche. Die ist schon überfällig. Geht dir wohl wieder besser, wie es mir scheint, was? Sehr. Wassersaal hier, Halle. Wow! Ist das du? Mhm. Kannst wohl wieder überraschend sehen, ne? Nachdem ich dir. Nett, wie ich war, die Goldmünzenfrucht gegeben habe. Wow, you're really something. Seriously, that's impressive. How did you follow me all the way here? Fighting is always my last choice, you know? But you're not getting anywhere near my sister, friend. You'll have to go through me first. Wieso? And I actually thought we were friends. Was any of that true? Jetzt dreh ich den Spieß um. In the end, ey, I really don't care. There's only one reason we were given a mission. I'll let you go if you give me gold coin fruit. Weißt du was? Nö. Meine Geduld hat sich jetzt langsam lange genug bezahlt gemacht. Ich trau dir einfach nicht mehr. Komm. Sometimes you can buy a friendship. Is it the best way to make a friendship? Who knows, but it does work. Ah, so much talking. I'm tired of that too now. There's no way around it. You and I are gonna continue this conversation, stalker style. And those conversations only end when somebody dies. So let's chat, you goddamn talking ragdoll! Jetzt ändert sich die Stimme, wa? You don't get near my sister, got it? Was ist denn mit deiner Schwester, hä? Huh? Fighting wears me out. Ist die Schwester? Let's just get this over with. Warum ist die Schwester sowieso? Es bringt nichts bei ihm. Da drin. Was will sie denn? Fighting wears me out. Let's just get this over with. Oh Gott. Scheiß Katze. Oh.
Oh Gott. Ich hasse es, wenn die immer so wegzucken. Soll man die denn dann je kriegen? Meine Fresse nochmal! What? That's crazy talk. I didn't want to be a burden to my sister anyway. Burden? Bist du eine Burden für mich? Komm aber die coole Katzenmaske auf jeden Fall. Nice. Und der hat dieselbe Waffe wie wir, ne? Diesen Dolch da, diesen Stiel, diese Waffe vom Kater haben wir auch. Diese lange, lange Waffe. Also ganz ehrlich. Der Typ, ey. Hat er echt geglaubt, wir geben ihm jetzt noch eine Frucht? Wäre wahrscheinlich das Einfachste gewesen, aber... Er hat uns lange genug missbraucht oder ausgenutzt. Ausgenutzt ist das richtige Wort. Ja. Na nun. Da führt noch eine Leiter runter. Jiminis Notfallschutz. Oh, guck mal, wie weit wir das hier schon hochgeschafft haben. Alter Schwede. Wow. So, Hebel. Wo wollen wir mal? Wo ist denn die Schwester? Was? Ich verstehe es nicht. Warum wollte er uns nicht vorbeilassen? Hat sie sich irgendwie zur Verfügung gestellt? Oder was? Warum... Weil sie noch Geppetto in der Mangel hat, oder was? Da ist noch ein Stargazer. Jawohl, ist gut. Ach, du meine Güte. Der springt gleich runter, vermutlich. Springt er nicht? Aha, Plattform. Und der Mond des Bundes. Ich sag ja, es gibt hier so eine Bodenplatten, die die Fallen auslösen. Du darfst hier echt nicht blind rumlaufen. Au. Leuchtet irgendwas hin? Bei uns sind wir Puppen. Aha. Ja, aber die Frage ist jetzt, soll ich jetzt hoch, soll ich runter? Ich gehe erstmal runter. Immer so verunsichert, wo das Spiel mich jetzt hinhaben will. Nein, die hasse ich ja wie die Pest. Oh Gott, die haben mich so getriggert beim Hauptbahnhof. Die kriechenden Monster. Nanu! Oh, noch so ein Biest. Hmm.
So fertig. Rüber, Kristall. Boah. Wir belohnt hier. Das wimmelt hier ja auch nur, ne? Vor Gegnern gerade. Gehen wir erstmal runter. Ganzes Verlies voller Monsterpuppen, ey. Ha! Wo kommt denn ihr jetzt her? Alter, wollt ihr mich ver... Wo kam der denn jetzt her? Das ist gemein, ey. Mal richtig schön mobben vorm Ende des großen Finales. Was? Ach so. Du wieder. Gehst du mal auf Senkel. Termit, vielen Dank. Noch ein Feuerschleifmittel. Das sind hier die Verliese für die Leute, die nicht gespurt haben. Die. Siehst du? Der Baum da erstmal. Na, willst du nicht runterkommen? Was sind diese komischen Puppen? Ich verstehe. Diese Babypuppen mutiert. Ah. Ich bin gerade so reizüberflutet. Einfach gerade, das ist... Was ist denn das wieder für ein Geräusch? Noch ein Halbmondstein, ich bin so froh. Oh Gott, ich will eigentlich wieder dringend zum Hotel. Ich hab schon wieder so viel Ergo. Ich hab keinen Bock. Sind das alles vielleicht die Experimente, die Personen, die hier getestet wurden oder an denen gearbeitet wurde? Die Missglückten. Oh Mann, das ist so ein weiter Weg, wenn ich jetzt verrecke. So viele Gegner. Das ist eine Abkürzung. Aber erstmal die schnell aktivieren. Frag mich ja, wo das hier. Okay. Da lang.
ist das? Wer ist das, der hier so komische, lustige Geräusche macht? Nein, nein, nicht wieder dieser Clown. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen, nein. Ach du Scheiße. Oh Gott, das ist dieser Gruselclown. Nein, hab ich keinen Bock. Ich hab sowas von keinen Bock. Heil dich doch bitte. Ach du Scheiße. Der Clown, der macht mir so Angst. Das macht keinen Spaß, jetzt gegen den zu kämpfen. Hm. Oh! Moment mal, die kämpfen gerade gegeneinander? Lol. Kämpfen gerade da hinten gegeneinander, wie witzig. Der hat den Clown. Was passiert hier gerade? Der hat den Clown erledigt. Dankeschön, Puppe. Geil. Was ist denn das? Du hast den Monster-Clown erledigt? Dein Ernst? Respekt, mein Freund. Bin froh, dass ich das nicht machen musste. Aua. So, jetzt aber nicht verrecken. Und Todesstoß. So. Boah, was? Wie viel Glück kann man haben? Toll. Das konnten wir uns den gar nicht so genau angucken hier, den Clown. Hm. Was hat er bewacht? Mechanisches, kryptisches Gefäß. Noch ein Grund, zurück zum Hotel zu gehen. Aber das mache ich erst beim nächsten Stargazer. Ich hoffe ja, dass jetzt gleich einer kommt. Einfach das Mistvieh hier den Clown erledigt. Manchmal sind sie ganz praktisch, diese blöden Puppen. Wo geht es denn jetzt weiter? Hm. Treppe runter. Und dann... Ja. Geradeaus oder was? Ich muss ja hier irgendwie reingehen. Alles zu. Warum ist hier alles zu? Und so irrte sie blind links umher, ohne einen Weg zu finden. Da geht's hier die Treppe rauf wahrscheinlich, ne? Aha. I see, I see. Den Hebel gibt's hier. Der macht wahrscheinlich jetzt die Gitter auf, oder was? Ja. Klasse. So. Was ist jetzt hier los?
Feuerreinigungskartusche! Leck mich doch ab. Dein Ernst jetzt? Dein Ernst jetzt? Nein, ich will jetzt nicht Ringe-Ringe-Reihe spielen. Lass mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lalalala. Auf mit dir, Pi. Schnell, 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 schnell. Hau ab. Der lässt gleich irgendwas fallen bestimmt, aber ich will erstmal mich hier in Sicherheit wissen. Bah. Mir würde es ein bisschen besser gehen, wenn ich nicht so viel Cash auf dem Konto hätte. Pinocchio. Oh Gott, Pi, ey. Das kann doch nicht wahr sein, dass das gegen die Wand abprallt, ey. Ist das zum Mäusemelken? Boah, nee, weißt du was? Es tut mir leid, aber ich... Nee. Ich... Bevor ich gleich wieder einen Tobsuchtanfall kriege. Eieieiei. So. Wir haben ein hübsches Gefäß. I always welcome friends. Das ist nett, Benini. Oh, how long do you think it will take me to decipher it? Time me. Ecco! All done and all yours. Das. For a layman, it would have been a tough nut to crack. Even for a replica. Child's play for me, of course. I bet you could make a fortune by solving the code behind it all. But why the Grand Covenant, I wonder? Apologies, my friend. I became lost in thought. Please take it. Danke. Entschlüsselung. Was ist das? Befehle, der Zug fährt nicht mehr. Den Händler erwartet in der zerstörten Stadt ein gefrorenes Festmahl. Anhang. Ein Bestellformular ist zum gegenseitigen Vertrauen beigefügt. Keine Präferenzen bezüglich des Geschlechts. Ein Antrag auf Stalker-Ausrüstung im Bastard-Stil. Referenz. Die Tochter der Familie Wolf. Codename. Fuchs-Ausrüstung. Beschaffen durch Herstellung oder wenn noch etwas auf Lager ist. Obwohl sie die Verbindung zur Familie Wolf gekappt hat, ist sie immer noch eine Wolf. Sie hat ein scharfes Auge und beste Ausrüstung. Vielleicht können wir sie aufsuchen, wenn wir unsere Ausrüstung verbessern. Das ist die Ausrüstung der Füchsin. Wolf. Sie war eine frühere Wolf. Sie war ja eine Aristokratentochter. Eine Adelstochter, glaube ich, bevor sie Stalkerin wurde. War das nicht so? Oh Gott, wo war denn das jetzt gewesen? Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Eingestürzte Straße. Ist das dichteste? Also da, wo die ganzen blöden Erze sind. Und die Störungsmonster. So. Und hier sind wir schon. Guck's dir an einfach. Ist irgendwas, glaube ich. Ein Händler. Na Mai. Who are you? I make deals only with established clients, as a rule. What? Why are you showing me that? That's too suspicious for me. I'm not interested in third-rate stalkers like you. Piss off! Wie jetzt? Verarschen? Who are you? Ich bin der Kater. Ich bin der Bruder von der... Who are you? What? Why are you showing... That's too suspicious for me. I'm not in... Scheiße. Na toll. What? Müssen wir erst die Füchsin erledigen, damit wir das machen können, oder was? Das ist ja toll. Klasse. So viel dazu. Müssen wir gegen die Fuchsdame kämpfen erstmal. Bevor da irgendwas rausrückt. So, ich will erstmal sicher gehen, dass da auch wirklich keiner. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Oh, wollt ihr erstmal. Kämpft erstmal gegen ihn, das finde ich gut. Nein!
Pinocchio, mir ist nicht nach Spielen. Ja, tob dich erstmal aus. Geh spielen. Das ist richtig. Ehrlich. Irgendwie macht das jetzt gerade Spaß. Es ist ein bisschen befriedigend, dazu zu gucken. Jawoll, mein Junge, mach sie platt. Scheiße. Spiel mit den Ringel-Ringel-Reihe und dreh dich. Aber nicht mit mir. Bitte. Bitte. Was haben wir denn für unseren kleinen... Für unseren kleinen Fratz? Da kommt er wieder. Pinocchio! Aua! Es ist nicht mehr lustig. Mann, ja, das gefällt dir nicht, ne? Dachte ich mir. Ciao. Bartz, vielen Dank, mein Junge. Jetzt dir nicht vergessen. So, und jetzt sterbe ich. Weil ich dem Schmetterling folgen möchte. Und wieder irgendein Monster umfiehe ich mich jetzt wieder runterkickt wahrscheinlich. Nein? Ausgewogenheitskurbel. Ach, genial. Klasse. Hier los. Alter, nein. Alle auf einmal, natürlich, klar. Warum nicht? Schaschlik. 1928 kriegt er mir. Sehr großzügig, werter Herr. Aber lässt auch nichts droppen, ne? Nö, natürlich nicht. Halbmondstein, ja. Spritzt wieder, ne? Widerlich. Noch ein Halbmondstein. Was ist denn da los? Hat hier auch noch was rausgeploppt. Natürlich. Sehe ich doch. Na toll.
Obacht bei der Berufswahl, Pi, ich sag's nur. Naja, jetzt können wir jetzt sowieso nicht mehr einen Rückzieher machen. Wir sind schon so weit gekommen. Noch ein Halbmondstein? Jetzt werden wir aber hier beschenkt, wa? Also, die Architektur ist ja schon beeindruckend. Das muss man ja wirklich sagen, ne? Danke, Herr. Da habe ich hier Mist. Oh, eine Abkürzung wieder. Bin ich gut? Wo führt die denn hin? Aha. Okay. Interessant. Finde ich gut. Was ist das? Natürlich stand da einer. Und hat mich abgeballert. Ach, nett, dass wir hier wenigstens was haben. Dankeschön. Eieieiei. Ist er der Fatzke, der mich abgeschossen hat? Naja, Rache ist süß. Na klar. Aufspritzen, ey. Guten Tag. Ernsthaft? Ich hasse alles. Nee. Ihr seid doch so dreckig, ey. Echt. Was, Kerle? So, Schmetterling, du verschwindest wahrscheinlich gleich wieder, ne? Natürlich. Hab ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Ernsthaft? Das Spiel zermürbt einen, bis wir überhaupt zum nächsten Boss kommen. Echt. Sind wir nervlich schon entkräftet? Zermürbt einen das Spiel. Das weicht einen richtig auf und dann kommt der Boss und dann kann man nicht mehr. Dann hat man keine Power mehr. So. Was ist denn hier eigentlich drin? Ich hole mir sofort mein Todesergo. Ich hoffe, es wird mir gegönnt. Amulett des Roten Fuchses. Sag mal, wir kriegen immer Hinweise davon vom Amulett des Roten Fuchses, dann mit dem Händler, der aber nicht mit uns handeln will, weil wir nicht so aussehen. Ist mit der irgendwas passiert? Oder
Was ist da los? Ich hab das Gefühl, irgendwie nicht los. Dass die schon vor uns gegangen ist, oder? Was macht denn dieses Amulett? Entschlossenheit und Technik plus 3. Ja, die von Generation zu Generation weitergegebene Schwertkunst der Familie Wolf ist für ihre Komplexität und Raffinesse bekannt. Man muss jedoch vorsichtig sein, denn der gelegentliche blinde Fleck ist ein Trick, der zu einem noch tödlicheren Angriff wird. Ja, das finde ich gut. Dann können wir doch mal was auswählen. Entschlossenheit plus 3 und da machen wir dort. Fortschritt oder machen wir da Leben? Ausdauer vielleicht. Machen wir das so. Finde ich gut. Oh, bitte klatscht mir hier jetzt nicht vom Turm. 12.000 Ergo. Und da ist schon wieder einer, der mit uns rangeln will. Aber auch ein Haufen Lebenspunkte, meine Fräse. In Kimmer hier lauert irgendwas, was. Oh Gott, nein, nicht schon wieder. Folgt er uns? Ja, er folgt uns. Sehr gut. Sehr gut. Das gefällt mir. Machen wir dasselbe mit deinem. Mit dir wie mit deinem Kollegen. Ciao. Ist ja aber auch wirklich ein starker Gegner nach dem anderen, ne? Die meint's ernst. So, was ist denn da hinten? Ich bereue es nicht, dass ich hier gleich runtergehe. Vollmondstein. Was ist denn hier? Oh, was? Ihr seid doch irre. Ihr seid doch irre. Was ist denn da los? Was? Mache ich nicht. Das mache ich nicht. Vergiss es. Vorher gehe ich wirklich zum Stargazer oder zum Hotel wieder. Moment. Ich teleportiere mich gleich wieder hier an die Stelle. Moment. So. Gott, wie soll ich denn das anstellen? So nämlich. Ah, Hochmut kommt vor dem Fall, Lydia. Vorsicht. Zum Glück sind hier solche Lücken. Stell dir mal vor, du musst hier komplett durchpreschen. Mein Gott. Noch mehr Quarz. Ja, Mann, Spiel, danke. Können wir das jetzt ausschalten? Den Mechanismus hier? Die Falle? Nicht? Ja? Nein? Vielleicht? Okay. Ich wollte gerade sagen, weil es nicht aufgehört hatte, aber hat funktioniert.
Gut, dann können wir ja jetzt weitergehen. Ich hab keinen Bock. Aber die Katzenmaske finde ich trotzdem episch. So, der kommt da gleich wieder durchgebrochen. Ist verdammter, wie machen wir das denn? Nehmen wir Feuer. Achso, Gruppenschnur. Gucken wir mal, wie gut es läuft. Oder nicht. Oh, der hat eine Puppe als... Boah, die Feuerwaffe ist eigentlich ganz gut, ne? Vielen Dank fürs Legion-Kaliber. Hehehe. Gut. Oh, ist da schon mal durchgeboxt. Das finde ich in Ordnung. Aber so langsam könnt ihr jetzt auch mal wieder einen Stargazer aufblocken, ihr Lieben. Ich sehe es verdammt weit oben. Man hier verreckt wieder. Mag die Katermütze irgendwie, diese Maske. Schick. Das war es mir wert. Das ist böse, ich weiß. Also erst geben wir ihm die Frucht, um seine Krankheit zu heilen, wo ich noch nicht mal weiß, dass es stimmt, dass er blind war durch die Versteinerungskrankheit. Keine Ahnung. Gott auf Flüssigkeit. Und ein Aufzug, der uns jetzt wohin bringt. Das ist ein sehr langer Aufzug. Bringt er uns jetzt zur Quelle oder was? So mal, es hört ja gar nicht mehr auf. Ah. Oh nein. Ja, Boss. Und Stargazer, sehr gut. Oh shit. Vor dem Boss habe ich ihn am meisten gefürchtet. Kacke. Ich war der Erste, der vollendet wurde. Ich werde allein in die neue Welt hinausgehen. Hörst du das, ja? Oh Mann. Und ich rüste mich nochmal ganz kurz. Und dann packen wir's, Boss. So, ich bin nicht bereit, aber wir müssen. Nehmen jetzt mal wieder die Katzenmaske ab. Gucken wir mal, was uns erwartet. Die sieht so gut aus. Thank you.
Laxasia die Ganze. Die ist krass, die Olle. Ich liebe einfach diese Musik, ne? Die erinnert mich ein bisschen an Bruchtal. An das Land der Elben. Yo! Gnädigste. Oh Gott, ich hab schon von der gehört, dass das so ein Horrorgegner für alle ist, ne? Die ist mit die krasseste. Klasse. Ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen vorbereiten. Ich brauche Widerstand gegen die, weil die wird jetzt wahrscheinlich ordentlich mit Elektroschock hier um sich schlagen. Und dann packen wir hier den vielleicht hin. Und den Schleifstein ändern wir jetzt mal. Weil ich habe nämlich gehört, dass die etwas empfindlicher ist gegen Säure. Menschen gegen Säure. Feuer? Ich weiß nicht, ob Feuer was bringt. Wir werden probieren müssen. Ich werde hier noch ewig kleben, glaube ich, bei der guten Frau. Müssen sie jetzt erstmal abchecken, was sie alles kann oder was sie alles macht. Wow. Die ist beeindruckend. Die ist wirklich beeindruckend. Scheiße. Oh Gott. Nee, die zweite Phase, die schaffe ich nicht bei ihr. Das ist... Ja, das war sehr schlau. Das war sehr schlau von mir. Wow. Die hat's in sich. Das Schoßhündchen von Simon. Die Wache, die haben wir schon gesehen bei, als wir gegen Champion Victor gekämpft haben, da hat sie den aufgespießt. Das war irgendwie Simons Leibgarde oder was, oder erstes Experiment, ich weiß es nicht. Das Feuer geht ordentlich, macht so ordentlich runter irgendwie, habe ich das Gefühl. Finde ich gut.
Bis jetzt haben wir jeden klein gekriegt, aber bei ihr werde ich, glaube ich, ein bisschen brauchen, auf jeden Fall. Das wird ein Spaß. Lalalala. Mich wieder auf die Olle. Mann. Loyal ist sie, das muss man ihr lassen, auf jeden Fall. Oh, ich liebe die Musik einfach, ne? Ein schlechter Zeitpunkt. Thank you.
Kacke. Oh Gott, ich hätte sie fast gehabt. Oh Mann. Aber ich verstehe nicht, was der Würfel... Also... Ach so. Ja, weil ich den falschen Wunschstein anhatte. Deswegen. Ja, sollte man auch den richtigen Würfel anwählen, ne? Aber vom Design her sieht die echt Bombe aus, finde ich. Hammer. Ich komme gar nicht hinterher hier. The arm of God will awaken soon. Bei ihr ist einfach Blocken wichtig, glaube ich. Das ist. Sonst wird das einfach nichts. Du musst sie blocken. Die zerkloppt dich sonst in der Luft. Das ist. Ich weiß nicht, ob ich die zweite Phase ohne Gespenst schaffe. Ei. Kurz erholen. Was ist denn die beste Taktik bei ihr? Ich weiß es einfach nicht. Eher den Würfel aktiv werden müssen. Die ist wie eine Naturgewalt, die Frau, ne? Guter Bodyguard auf jeden Fall. Knie nieder für Sermanus. Nö, habe ich keinen Bock drauf. Das mag ich nicht. Ich mag den Simon nicht. Ich finde sie echt erstaunlich, echt beeindruckend. Wow. Also, die sollte man nicht unterschätzen. Und vor allem gibt sie dir keine Zeit irgendwie, sich zu heilen oder neue Ampulle irgendwie parat zu haben. Also es ist wirklich... Die Frau ist harter Tobak. Wir werden das nächste Mal nochmal versuchen. In der nächsten Folge auf jeden Fall. Bleibt dran. Und dann geht es an den Simon hoffentlich, wenn wir sie geschafft haben. Ich werde es jetzt nochmal ein bisschen versuchen auf jeden Fall. Und mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall aufnehmen wieder. Aber ich werde es offscreen noch ein bisschen weiter versuchen. Und ein bisschen... mich noch, glaube ich, rüsten mit Wurfobjekten und so weiter, pipapo. Aber das wollte ich jetzt nicht alles mit aufnehmen. Xasia. Taffe Frau. Taffe Frau. Simon wäre stolz. Macht es gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank. Ciao.